take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es weitere Squad Building Challenge. Die UEFA Top-Spiele stehen wieder an. Es ist Champions League Woche, das heißt UEFA Top-Spiele stehen an. Und meistere Challenges zu den diesjährigen Top-Spielen in der UEFA Champions League steht da. Ihr seht, das Ganze ist 2 Tage wieder verbleibend, wie das immer der Fall ist. Und als Gruppenreward bekommen wir diese Woche das hier. Goldspieler-Pack und nicht irgendeins. Nein, wir bekommen Prime-Goldspieler-Pack. Also das ist schon mal der Gruppenreward für euch. Ja, und falls ihr neu seid und an SBCs interessiert seid, dann lasst gerne doch ein Abo da. Glocke aktivieren, nicht vergessen, dann verpasst ihr keine weitere SBC in FIFA 19, zum Beispiel immer donnerstags, zum Beispiel Top-Partien. Und ja, zeitgleich zu den UEFA-Top-Spielen ist außerdem auch noch die UEFA Champions League Upgrade SBC wieder rausgekommen. Einen seltenen und einen Non-Rare bekommt man da. Auch 2 Tage verbleiben, da muss man 6 seltene Goldspieler reinstellen und 5 Non-Rares. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, von den Upgrade-Packs, oder ich vielleicht sogar gleich schon ein Video davon raushauen soll, dann zerstört auf jeden Fall den Like-Button. 100 Likes kriegen wir jetzt hier raus und wenn wir das so schnell wie möglich schaffen könnten, wäre das sehr, sehr nice. Und dann weiß ich Bescheid, okay Leute, ihr wollt die UEFA Champions League Upgrade Packs sehen. Und dann werde ich einfach nachher noch ein Video hochladen dazu. Also es liegt an euch, zerstört den Like-Button, dann kommt ein weiteres Video dazu. Aber wie gesagt, in dem Video soll es um die UEFA Top-Spiele gehen. Und um die soll es jetzt gehen. In dem Fall gehen wir rein. Ich möchte euch zeigen, wie man das Ganze günstig, billig abschließen kann. Ich zeige euch Lösungen. Auch ohne Loyalität übrigens. Und AS Rom gegen Real Madrid ist die erste Partie. Porto gegen Schalke ist die zweite Partie. Die beiden Partien stehen heute an. Wir gehen rein in die erste SPC. Rom gegen Real Madrid. Da müssen wir 2 Spieler von der Roma haben, beziehungsweise 2 von Real Madrid. Wir brauchen Serie A-Spieler oder La Liga-Spieler mindestens 6. Also könnt ihr euch entscheiden oder durcheinander mixen. 3 zum Beispiel aus der Serie A oder 3 aus der La Liga. Dann brauchen wir einen UEFA Champions League seltenen Spieler, mindestens 1. Teamgesamtwertung mindestens eine 80. Teamchemie eine 85. Anzahl der Spieler im Team sind 11. Ja, und das hier ist jetzt eine Lösung. Die könnt ihr theoretisch 1:1 nachbauen. Deshalb auch hier ein Dream Squad Spieler sind drin. Rechtsverteidiger Lang von München Gladbach, der hier zu Kramer linkt. Und der ist für mich zum Beispiel untauschbar, der Kramer. Ja, und ihr seht schon, was habe ich gemacht. Die beiden Roma-Spieler übrigens hier, die 82er in Sonzi. Und dann haben wir noch den Spanier Marcano. Die beiden habe ich schon auf der Transferliste. Das heißt, ich benutze die hier sehr, sehr gerne. Und dann packe ich die einfach von der Transferliste gleich wieder in den Verein. Außerdem, der ist jetzt tauschbar in dem Fall. Und der auch. Die sind halt tauschbar. Aber überhaupt kein Problem. Also, Serie A-Spieler oder La Liga, Santander-Spieler, mindestens 6 Spieler. Und ihr seht, ich bin natürlich in die Serie A logischerweise dann gegangen. Torhüter, Innenverteidiger, Linksverteidiger. Und dann hier oben noch ein ZOM hingestellt. Und dann war das Ganze auch abgehakt. UEFA Champions League-Spieler selten. Damit bin ich dann mit Ut gegangen. Der ist Tauschbar und Erstbesitzer für mich. Dann haben wir eine Teamchemie von mindestens 85 und ein Rating von 80. Heißt, ich bin natürlich dann aufgrund der Chemie und aufgrund des Ratings in die Bundesliga gegangen. Habe jetzt 2 Österreicher gefunden mit Gregoritsch und Sabitzer. Und dann haben wir, wie gesagt, Unterspahn, Kramer im ZDM. Lang könnt ihr hier als Rechtsverteidiger hinstellen, um auf die Chemie zu kommen, falls ihr es 1:1 nachbauen wollt. Für mich reicht jetzt hier Günther aus. Den habe ich von linken Außenverteidiger zum Linksverteidiger gemacht und komme hier ganz entspannt auf die Chemie. Ja, und damit haben wir es abgeschlossen. Wie gesagt, für euch heißt es, wenn ihr es 1:1 nachbauen wollt, geht mit Lang. Aber eigentlich müsst ihr, wie gesagt, nur das Prinzip dieser SPC verstehen, das heißt, ihr sucht euch 2 Roma oder Real Madrid Spieler, die ihr vielleicht im Verein habt, aus und dann müsst ihr einfach die einzelnen Sachen da abhaken auf der linken Seite. Ein seltenes Goldpack bekommen wir hier und ja, ihr wisst ja Bescheid, einfach dann perfekt zueinander linken. 85 Teamchemie ist nicht viel, schaut, was habt ihr im Verein und wir gehen kurz mal nochmal schnell durch. Kranio ist Erstbesitzer und tauschbar, dann 350 Münzen für Günther. Dann haben wir Nkulu als untauschbar, Marcano eben schon erwähnt, Dalbert tauschbar, Kramer untauschbar, Nsonzi tauschbar, Gregoritsch, Sabitzer, Vallejo und dann Ut. Und wie gesagt, für euch Lang. Schicken wir das Ganze ab, Team absenden heißt es. Erste Top-Partien in Anführungsstrichen, Top-Spiele, damit abgeschlossen. Und die Packs machen wir natürlich gleich auf, ganz entspannt. Porto Schalke ist dann die zweite SBC, die diese Woche ansteht. Ja, Porto oder Schalke, mindestens 4 Spieler. Heißt für euch, verkauft eure Porto- oder Schalke-Spieler. Ganz klar, die sind definitiv gestiegen. Portugal- oder Deutschland-Spieler brauchen wir hier mindestens 2. Ja, und dann geht es weiter mit UEFA Champions League. Häufig oder selten, mindestens 1.
Ich sehe es gerade mindestens ein. Ich habe jetzt die 2 benutzt. Das werden wir natürlich gleich noch ändern. Die sind beide für mich nämlich untauschbar. Hier einmal den Linksverteidiger und dann hier rechter Flügel Ünder. Das werden wir noch eben ändern. Und dann geht es mal kurz weiter mit Teamgesamtwertung mit einer 78. Die haben wir natürlich mehr als genug. Also wir haben jetzt eine 79, ist halt ein Rating mehr. Teamchemie wieder eine 85. Hier wieder eine Lösung, die könnt ihr theoretisch 1:1 nachbauen. Dann haben wir Anzahl der Spieler im Team 11, so logischerweise kein Block und so weiter drin. Und dann ändere ich jetzt mal kurz hier eben den Champions League Spieler. So, und da bin ich auch schon wieder zurück. Wir haben jetzt Ünder wieder in den Verein gepackt. Wie gesagt, beide untauschbar. Und ja, das hier meine Lösung. Auch jetzt gehen wir mal kurz hier rein. Garcias, ich zeige euch kurz die Lösung. Erstbesitzer untauschbar für mich. Dann haben wir Ural, Erstbesitzer tauschbar. Dann haben wir Maicon, Erstbesitzer untauschbar übrigens. Dann haben wir Mbemba, so rum. Shenikov eben erwähnt. Turan haben wir Erstbesitzer tauschbar. Oliveira, Erstbesitzer tauschbar. Jagoev, Wiskat und dann Abubakar und Nani. Was heißt das für euch, wenn ihr es 1:1 nachbauen wollt? Ja, ganz einfach, ihr könnt es wie gesagt 1:1 nachbauen. Das Einzige, was ihr beachten müsst, ihr müsst einmal eine Position Change Karte anwenden. Heißt hier, entweder den linken Außenverteidiger zum linken Linksverteidiger machen oder Nani zum linken Flügel machen, vom LM zum LF. Sonst könnt ihr es wie gesagt 1:1 nachbauen. Ich werde es aber jetzt so machen, dass ich die beiden hier benutze, Eder. Und dann komme ich exakt auf die 85er Teamchemie, weil Eder ist für mich ein weiterer Portugiese, der ist untauschbar für mich, benutze ich also viel, viel mehr. Oder viel, viel lieber, besser gesagt, als Nani. Und dann reicht mir hier ein gelber Link auf dem rechten Flügel. Und dann kriegen wir ein seltenes gemischte Spielerset. Ich hoffe, wie gesagt, ich kann euch hiermit helfen. Die Porto-Spieler, wie gesagt, natürlich gestiegen. Genauso wie auch die Schalke-Spieler. Ich hoffe, ihr habt den einen oder anderen schon im Verein, wenn ihr die SBC abschließen wollt. Sonst wartet auch einfach ein paar Tage. Ganz entspannt. Und versucht, so wie ich, ein paar untauschbare Spieler zu benutzen, um das Ganze so günstig wie möglich zu machen. Also das hier, Porto, Schalke, eine Lösung von mir. Könnt ihr, wie gesagt, 1:1 nachbauen, wenn ihr wollt. Das Einfachste ist aber immer, eine eigene Lösung zu finden. Und so kommt ihr auch am günstigsten weg. Nicht bei Footbin schauen, nicht exakt nach meinem Video gehen. Und damit schließen wir dann die UEFA-Top-Spiele ab für diese Woche. Ich bin richtig gespannt, was wir ziehen werden. Dann bekommen wir hier Prime Gold Spieler Pack als Gruppenbelohnung. Und dann machen wir alle 3 Packs zusammen auch. Wenn ihr UEFA Champions League Upgrade Packs sehen wollt, denkt dran, zerstört den Like-Button. Dann weiß ich Bescheid, dass ich dazu noch ein Video raushauen soll. Ja, und dann gehen wir mal kurz auf die Transferliste. Denn da habe ich Champions League Spieler angeboten, beziehungsweise vorher auch gekauft. Und ihr seht, da sind einige rausgegangen. 2-2, 2-7, 1-8. Ja, das war als kleiner Investing-Tipp. 3-3 hier für einen, 6k für einen Embolo. 6k für Adrian, das ist der Porto-Spieler. Also ihr seht, Porto-Spieler und Schalke-Spieler auf jeden Fall verkaufen. Hier auf einen war 4k geboten. Geis als Schalke-Spieler, klar. Logisch, dass der teurer rausgeht. Ja, und ihr seht, es funktioniert. Ich habe noch ein paar, die ich gleich dann neu anbieten werde. Und dann, oder jetzt direkt am besten im Idealfall. Und dann würde ich sagen, geht's weiter in den Shop rein. Und dann schauen wir mal, was wir ziehen können. Hashtag Packluck auf jeden Fall in die Kommentare, heißt es für euch. Und dann geht's los jetzt. Seltenes gemischte Spielerpack. Damit fangen wir mal an mit 12 seltenen, die am Start sind. 4 Goldspieler stand, glaube ich, rechts dran. Und wir starten mit einem Walkout. Das ist schon mal nice. Komm schon, EA. Kein Inform. Das ist Aubameyang. Nein. Nein. Ich fasse es nicht. 87er Aubameyang. Ich raste aus, Leute. Was ist los hier? Das kann nicht wahr sein. EA will uns verarschen. Das kann doch nicht sein. Oh mein Gott, ich kann es gerade nicht glauben. Aubameyang, das weiß man natürlich direkt, wenn die Flagge da ist. Leute, Packluck ist am Start. Dafür auf jeden Fall den Like-Button zerstören. Ihr wisst Bescheid. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Leute, ich kann gerade nicht. Mein Herz. Aubameyang, wieso ist er was? Ah, jetzt, okay, war gerade ein Bildfehler. Aubameyang, ich glaube es nicht, ich glaube es nicht. Für was geht der weg? 240k auf den geboten. Oh mein Gott, Leute. Oh, Leute, zerstört den Like-Button. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir packen alles erstmal jetzt in den Verein. Toprak, Dini und Keita kommen auf die Transferliste. Boah, und was jetzt in den Packs ist, ist mir scheißegal. Wir haben 240.000 Gewinn gemacht. Ich kann es nicht glauben, Leute. Sprachlos.
Das können wir nur noch mit einer Ikone toppen. Seltenes Goldpack machen wir jetzt direkt auf. Komm, von rechts nach links hat eben Glück gebracht. Es geht weiter mit keinem Walkout. Aber wir ziehen noch nicht mal Wand. So, haben wir jetzt das Glück aufgebraucht oder was? Wir ziehen Aubameyang. Was ist da los? Ich kann es gerade nicht glauben. Upamecano, RS zu RF. Ein Draft-Token auch noch. Digga, das kann doch nicht sein. Wir haben Pack-Luck. Was ist denn da los? Leute, ich kann es nicht glauben. Den Rest stoßen wir ab für 1-4. Ey, zerstört den Like-Button. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wahnsinn. Schreibt in die Kommentare, was ihr in den Packs auf jeden Fall drin hattet. Wir hatten Pack-Luck. Und damit machen wir das nächste und letzte Pack auf. Und es wird kein Walkout, aber es ist mir komplett egal. Und es wird eine Wand nochmal zum Abschluss. So muss es sein, Leute. So muss es immer laufen. Und es wird Savage, 83er. Boah, Leute, ich weiß nicht mehr. Ich bin raus. Ich bin wirklich raus. Ihr wisst vielleicht noch bei den letzten Top-Partien, da habe ich 3 Walkouts hintereinander gezogen. Ich dachte, das kann echt nicht mehr getoppt werden. Ich habe heute das Video mir nochmal angeschaut. Und jetzt sowas. Ey, Wahnsinn. Aubameyang. Ich fasse es nicht. Ich kann es nicht fassen, Leute. Der Rest kommt auf die Transferliste. Und dann würde ich sagen, bin ich raus. Wenn ihr die Upgrade-Packs, Champions League Upgrade-Packs sehen wollt, wie gesagt, zerstört den Like-Button sowieso, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr in den Packs hattet. Interessiert mich wirklich sehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei den nächsten, ja, beim nächsten Video, bei der nächsten SPC. Euer Flo von Archie Gaming. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.